Vielen Dank, Frau Tischer, für die freundliche Begrüßung. Meine Damen und Herren, ich spreche als jetzt bald 73-jähriger Bürger aus der Erfahrung von bis jetzt drei erheblichen gesellschaftlichen Fehlentwicklungen. Deutscher Nationalsozialismus, DDR-Sozialismus und heute narzisstische Gesellschaft. In dieser meiner Lebenszeit habe ich jetzt, werden es knapp 50 Jahre, als Psychiater und Psychotherapeut gearbeitet, und ich will Ihnen erstmal, was ich gerne auch von allen Politikern gerne hätte, dass Sie etwas über Ihren persönlichen Hintergrund, Ihre persönliche Motivation für Ihre bürgerliche Position oder Ihre politische Position nahebringen. Ich will deshalb, was ich in diesem langen Leben an Erfahrungen angesammelt habe, mal in einigen Punkten zusammenstellen. Erstens, es gibt für mich keine objektiven Wahrheiten. Zweitens, alles Wissen, alles Denken, alles Tun von jedem von uns ist immer nur subjektiv und immer nur relativ und immer veränderbar, also dynamisch. Jede rationale Entscheidung, die wir treffen, hat immer eine subjektive Motivation, die meistens nicht mitkommuniziert wird und sehr häufig auch den Menschen, die glauben, rational zu entscheiden, gar nicht wissen, aus welchen tiefen seelischen Urgründen eigentlich ihr Verhalten stammt. Sie kennen vielleicht noch aus sozialistischer Erfahrung, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Das ist eine tiefe Wahrheit, aber meine Wahrheit geht noch tiefer, denn ich muss sagen, dass unser Unbewusstes, unser Sein bestimmt und erst dann das Bewusstsein. Und unbewusst ist immer unbewusst. Kann kein Mensch sagen, ja, das kann nicht sein, unbewusst. Man hat keinen Zugang, nur mit großem Aufwand, mit viel Tricks, mit langer Zeit kann man unbewusste Motive erforschen. Und wir müssen immer bedenken, es gibt das schöne Bild in der Psychoanalyse, das vom Eisberg. Das, was wir bewusst tun, ist die Spitze des Eisberges. Und alles andere, was darunter ist, der Riesenberg, ist unser Unbewusstes, das uns praktisch nie wirklich erschlossen wird. Das heißt, unser rationales Denken und Verhalten steht immer im Dienste eines irrationalen Kerns, eines emotional verborgenen Kerns. Das heißt also, wenn man zum Beispiel eine solche Formel benutzt wie alternativlos, ist das immer eine völlig falsche Einschätzung. Es gibt immer Alternativen aus jeder Perspektive. Mit alternativlos spricht man, oder würde ich als ein Symptom einer erheblichen psychischen Einengung verstehen. Eine Formulierung, die vor allen Dingen manipulieren will und suggestiv die Menschen beeinflussen will. Ich denke, dass unser äußeres Leben deshalb immer nur ein Überleben ist. Das heißt, in unserer Tiefe haben wir alle immer sehr viel damit zu tun, was uns bedrückt, belastet, ängstigt, was defizitär ist, wo wir unsere Schwierigkeiten haben zu leben. Und wir suchen alle damit zu überleben, Formen zu finden, wie wir trotz seelischer Beeinträchtigung, Behinderung doch irgendwie unser Leben ganz gut hinkriegen können. Und es gibt drei wesentliche Mechanismen, die wir Psychotherapeuten, mit denen wir ständig arbeiten müssen. Die individuelle Kunst des Überlebens ist vor allen Dingen die Kompensation. Das heißt, wir haben alle unsere Ängste, Schwächen, Behinderungen, Schwierigkeiten, Fehler, die wir nicht wahrhaben wollen und erst recht einem anderen nicht zeigen wollen. Also kompensieren wir. Und die Hauptkompensation in unserer heutigen Gesellschaft ist Leistung, Anstrengung, tüchtig sein, perfekt sein, erfolgreich sein, sich was leisten können.
Und man kann sagen, je mehr die Menschen erfolgreich sein müssen, je mehr wir meinetwegen auch materiell wachsen müssen, desto größer ist die seelische Beschädigung des Einzelnen oder der Gesellschaft. Eine Wachstumsgesellschaft, so wie wir sie heute kennen, ist eine kranke Gesellschaft. Und eine kranke Gesellschaft lebt von kranken Bürgern. Und das heißt, wir alle sind immer die Beteiligten an einer gesellschaftlichen Fehlentwicklung. Beziehungsdynamisch wird das falsche Leben, das Überleben vor allen Dingen durch Projektion gestaltet. Das heißt, im Wesentlichen denken wir immer an meinem Unglück, an meinem Leid sind immer die anderen schuld. Oder andersrum, damit ich glücklicher sein könnte, müssen andere mich glücklich machen. Die Basis jeder Partnerschaft. Ja? Du machst mich glücklich, du musst mich glücklich machen, du machst mich unglücklich, ist absoluter Schwachsinn. Kein Mensch kann mich glücklich oder unglücklich machen. Es geht nicht. Ich verantworte, ob ich glücklich bin oder unglücklich bin. Natürlich kann einem das leichter oder schwerer gemacht werden, das ist klar. Es gibt Menschen, die unerträglich sind, da habe ich es schwer, zufrieden zu sein. Und es gibt Menschen, die sind so angenehm, da macht es einen Spaß, ja, da ist es leichter. Aber die Verantwortung liegt bei mir. Und gesellschaftlich ist das Hauptproblem, das falsche Leben irgendwie zu kompensieren, zu verschleiern, die Spaltung. Unsere Demokratie lebt von einem, in unserer Sprache, primitiven Abwehrmechanismus, nämlich den der Spaltung. Das ist ein klassisch narzisstischer Abwehrmechanismus, der sagt, wir sind richtig, wir sind gut, sagt jede Partei, und die anderen sind die Schlechten, die sind mies. Das ist ein klassischer primitiver Spaltungsmechanismus, Selbsterhöhung und Fremdabwertung. Unser demokratisches System lebt davon, ist so gesehen psychodynamisch, lebt von einer Abwehrstrategie der Spaltung. Das geht eine Weile gut, wenn in dieser Gegensätzlichkeit die unterschiedlichen Gruppierungen sich halbwegs in der Waage halten, das Kräfteverhältnis halbwegs gleich ist. Das war zum Beispiel lange Zeit in Deutschland, jetzt dem Nachkriegsdeutschland, Wohlstand für alle, Wirtschaftswunder. Und wir im Osten sind die ersten Flüchtlinge in diese Welt gewesen. Das hat lange Zeit funktioniert, sodass man sagen kann, dass schwerstgestörte Persönlichkeiten, schwerstgestörte Gruppierungen dennoch in einer Demokratie leben können, wenn durch andere schwergestörte Gruppierungen die in Schach gehalten werden. Und dieses halbwegs ausgewogene System der Spaltung, das wird im Moment nach meiner Einschätzung kritisch. Es funktioniert nicht mehr wie bisher. Der gemeinsame Nenner, der das zusammenhält oder gehalten hat, der stimmt nicht mehr. Sagen wir es mal, Wohlstand für alle. Die Spaltung auch in unserem Land zwischen Arm und Reich wird immer größer, wird immer kritischer. Und ich komme bei der Flüchtlingsproblematik darauf zu sprechen, dass ich in der Flüchtlingsproblematik ein Symptom sehe des globalen sozialen Krieges zwischen Arm und Reich. Ich habe einen Begriff gefunden, ich glaube gar nicht, dass der von mir ist, aber mir ist er irgendwo im Kopf, vielleicht habe ich den irgendwo gelesen, den der Normopathie als Begriff für eine gesellschaftliche Fehlentwicklung. Ich meine damit, dass die Krankheit einer Gesellschaft, die Fehlentwicklung einer Gesellschaft, dann nicht mehr erkannt wird, wenn die Mehrheit der Gesellschaft, der Bevölkerung in etwa einer Meinung ist. Ganz einfach, denn was alle denken, was alle tun, kann ja nicht falsch sein. Oder auch, was alle tun, möchte ich auch tun. Die ganze Mode lebt davon. Kennen Sie jemanden, der nicht etwa nach der Mode geht oder betont gegen die Mode geht, ist wurscht, das ist dasselbe. Kennen Sie jemanden, dem es völlig egal ist, wie er nach außen hin aussieht,
nur um sich selbst zu gefallen? Ich glaube, kaum. Also an diesem Mechanismus wird deutlich, wie groß der Druck ist, der Gesellschaft, der soziale, der Gruppendruck ist, dazugehören zu wollen. Kein Abweichler zu sein, kein Außenseiter zu sein. Und wir wissen, dass die Außenseiter von Anfang an in der Familie, das schwarze Schaf in der Schule, die Kinder, die gemobbt werden, nur weil sie ein bisschen anders sind, ist ein furchtbarer psychosozialer Zustand, dem keiner gerne haben möchte und jeder entgehen möchte. Dieser Zustand, zu tun, was alle machen, dazugehören zu wollen, nicht ausgeschlossen zu werden, ist ein großer Druck, psychosozialer Druck. Und im Moment sehe ich bei uns, sagen wir unter dem Begriff der politischen Korrektheit, einen Gruppendruck, der ist wie eine Zensur. Kaum einer wagt noch etwas zu sagen, was nach der veröffentlichten Meinung nicht politisch korrekt ist. Dann ist es sofort ein Bösewicht, rechtsextrem, populistisch oder was auch immer. Die Gefahr dieses Terrors durch Political Correctness sollte man nicht unterschätzen. Ganze Gesellschaften sind daran gescheitert, weil keiner mehr gewagt hat und es wagen durfte, weil er gemobbt wurde, etwas zu sagen oder zu denken, was die Mehrheit nicht hören will. Und in einer solchen Situation, glaube ich, stecken wir mittendrin. Also, Normopathie wird als gesellschaftliche Fehlentwicklung nicht mehr erkannt, weil die Mehrheit glaubt, sie sind auf dem richtigen Weg. Dasselbe muss man über Demokratie sagen. Wir haben in Deutschland zwei große, sagen wir mal, gesellschaftliche Laborsituationen. Die Verordnung der Deutschen von Demokratie nach 1945 und der Ostdeutschen nach 1989. Das heißt, uns ist eine äußere Demokratie auferlegt oder verordnet worden. Das funktioniert, wie gesagt, wenn die unterschiedlichen Gruppierungen sich in der Waage halten, auf eine gemeinsame Idee hin. Nehmen wir es mal weiterhin, wirtschaftlicher Wohlstand. Das heißt aber, dass eine innere Demokratisierung, eine innerseelische Demokratisierung überhaupt nicht stattfinden muss und auch nicht stattgefunden hat. Wir kennen das alle, das Phänomen der Wendehälse. Westdeutschland ist nach 1945 ein Großteil von Nazis mit in der Politik, in der Wirtschaft belegt worden. Unsere Bonzen sind zum großen Teil hervorragende Manager im Westen geworden. Es ist also offensichtlich auf dieser Strukturniveau leicht, nur sozusagen seine Gesinnung zu ändern, wie man die Jacke ändert, das Hemd ändert, ohne eine innere Entwicklung zu nehmen. Damit bleibt aber jede Demokratie ausgesprochen unsicher, labil und anfällig. Innere Demokratie wäre ein seelischer oder ein psychosozialer Zustand, wo jeder von uns weiß, das sind meine Stärken und das sind meine Schwächen. Das bin ich und das bin ich nicht. Das sind meine Fehler, das ist das, wo ich nicht gut bin, wo ich Fehler mache, wo ich schlecht bin, wo ich schlecht denke. Das heißt, Menschen, die dazu in der Lage sind, ihre eigenen Schwächen und Grenzen zu erkennen und zu akzeptieren, müssen nicht mehr projizieren, müssen nicht mehr sagen, du bist schuld, sondern sie können die Verantwortung bei sich belassen. Das wäre der Zustand, den man als wirkliche Demokratie in einer Gesellschaft braucht, eine Mehrheit von Menschen, die eine innere Demokratie erreichen.